Hey Leute, hier ist der Phönix wieder. Ja, wir machen weiter hier, haben letztes Mal die drei Ruinenwächter besiegt. Und ja, jetzt kann ich euch was zeigen, was bisher noch nicht da war. Nämlich, Moment, ich muss sie finden. Ja, ihr könnt es euch schon denken, so wie ich hier rumlaufe. Ja, diese Blutflecken. Da! Und da stand auch eine Nachricht. Scheinbare Wand voraus. Hier gibt es nämlich einige scheinbare Wände und die verbergen meistens ein paar sehr hübsche Items. Gegenstände. Items. Keine Ahnung, was auch immer. Ja, hier ist zum Beispiel die erste Truhe. 45.000 Seelen. Ich glaube, wir müssen noch einen kurzen Abstecher noch mit Judah machen, bevor wir weitergehen. Stille. Damit wird unser Charakter praktisch lautlos. Und hier haben wir noch eine. Okay. Und ach ja, genau. Heimatknochen. Sehr schön. Damit wird unser Charakter praktisch lautlos und wir können uns besser an Gegner anschleichen. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung und. Nein! Okay, zu spät abgesprungen. Versuchen wir es nochmal. Ja. Damit können wir Backsteps dann besser provozieren. Ja, ich muss aufpassen, meine Waffe ist fast kaputt. Ja, die Pyromantieflamme muss auf jeden Fall noch ein bisschen aufgewertet werden. Der Schaden war einfach zu wenig für die Dauer, die man braucht, um jemanden, um einen abzufeuern. Oh nein, 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 nein. Das hier ist eine Falle. Das weiß ich, ja. Ja, und hier liegt ein Gegenstand. Aber da gehen wir erst gleich weiter, denn da ist der eigentliche Weg, den wir gehen müssen. So, vorher aber noch alles hier absuchen. Ich meine, hier waren nämlich noch versteckte Wände. Mal gucken. Also ich meine, zwei waren hier noch. Oder? Täusche ich mich? Kann mir auch mal vorkommen. Komm schon. Okay, nee, anscheinend war es doch die einzige hier. Nein, hier war noch eine. Jawohl. Und eine Truhe. So, was kriegen wir hier Schönes? Ein Zielschild. Genau, oder auch Parry-Schild genannt. Mit dem Schild können wir leichter Parry-Moves verursachen. Allerdings, ja, das. Oh, noch eine versteckte Wand. Allerdings ist das Parieren bei mir irgendwie ein bisschen unglücklich hier gelaufen. Also in Dark Souls 1 habe ich das Parieren beherrscht wie nichts, aber hier ist, glaube ich, das Timing noch ein bisschen runter. Okay, hier war noch eine dritte versteckte Wand. Also insgesamt vier bisher hier. Rostige Münze, eine. Ja, toll. Nicht gerade der beste Loot, aber immerhin was, ne? Nicht beschweren. Okay, dann ging es hier, glaube ich, weiter. Ist da der Weg? Kann wir. Ah, von da sind wir gekommen. Glaube ich. Nee. Nee, wir sind doch irgendwo runtergefallen. Auf eine Plattform. Da, durch das Loch sind wir runtergefallen. Okay, schaffen wir es da auch noch drüber zu springen? Jawohl. Super. Springen ist nicht meine Stärke. Ach, hier sind wir schon rüber gesprungen. Okay. Gut. Dann machen wir mal hier weiter. Nein. Habt ihr das Zischen gehört? Ja. Da springt sich nämlich jemand in die Luft. Okay, da hängen die Skelette. Und wir sind in einem neuen Gebiet. Also hier. Ja, ich nenne es mal neues Gebiet, obwohl hier keine Anzeige kommt für ein neues Gebiet. Machen wir einen kurzen Abstecher nach Medulla, leveln ein bisschen, geben die Seelen aus. Und ich zeige euch noch was anderes schnell. Ich denke, da werde ich jetzt garantiert drauf gehen, aber machen wir es einfach mal. Ja, denn wir haben ja jetzt die Pyromantieflamme und es gibt einen Charakter hier, der sorgt dafür, dass wir noch neue Pyromantien kaufen können. Und das möchte ich doch jetzt schon machen. Eigentlich wollte ich das später machen, aber Oh, so you finally gut, die decided to Pyromantieflamme join muss us. später. Let us resume our exploration of sorcery. Hast du was Neues zu sagen? The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorcery. I suspect that I may Nee. sorcery. Okay, er hat nichts Neues mehr zu sagen. Na gut, dann kaufen wir uns hier erstmal die Zauberwaffe. Damit wird unsere Waffe schon mal meiner Meinung nach um ein erhebliches stärker. Und was hast du noch? Dämmerungskraut,
stellt Zaubereinsätze wieder her. Ja, ganz nett. Senkt benötigte Intelligenz um ein. Senkt benötigte Intelligenz eines Zaubers um 1. Ja, Einfallspinselgewürz. Sollte man allerdings sparsam mit umgehen, denn es senkt zwar die Intelligenzanforderungen, allerdings macht es die Zauber auch schwächer. Deswegen werde ich das nicht benutzen. Stellt ein paar Zaubereinsätze wieder her. Ja. Young pupil, do not take my teachings lightly. Ja, ist okay. So, dann müssen wir ein bisschen zurücklaufen für zwei neue Charaktere, die ich jetzt vorstellen werde. Deswegen brauchen wir auch noch die Seelen. Wir werden jetzt noch nicht leveln, denn da werde ich einige Seelen ausgeben müssen. Damit die Pyromantie dann ein bisschen stärker wird. Ach, stimmt, uns fehlen ja auch noch die Feuersamen. Aber ich meine, davon können wir auch welche kaufen bei der Person. Schauen wir mal. Ja, hier waren wir noch nicht. Das habe ich am Anfang ganz verpennt, dass wir hier noch lang laufen konnten. Und da sitzt schon der Erste. Na, erkennt jemand das Schwert? Have you business with me? The way you're under is all blocked up, you see, by this god-awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to pit it there? Oof, I'm in quite the pickle now. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real life person was turned to stone, do you? See that statue? Hey. Yeah. Er kommt nicht weiter. Das ist Bernard of Dugo. Er hat auch eine Quest zu erfüllen. Das ist die andere Quest, von der ich erzählt habe. Lucatiel und seine Quests muss man erfüllen. Für zwei Trophies und für die Ausrüstung von den beiden. Ach, Entschuldigung, da musste ich niesen. Ja. Ich habe ich ganz vergessen. Und ja. Er kommt nicht weiter, denn eine Statue blockiert ihm den Weg. Und wenn in Dark Souls ein Charakter sagt, ja, da die sieht schon fast lebendig aus, dann sollte man da schon drauf achten. Warum derjenige sowas? Der lebt immer noch. Das sind Gegner, die wir eigentlich erst später töten müssen auch. Lloyds Talisman, sehr schön. Da. Von dieser Statue redet er. Und sie ist nicht gotterbärmlich. Na gut, die Klamotten sind vielleicht ein bisschen zerlumpt, aber... Sie hat ein sehr schönes Stimmchen, wie ich finde. I'm fine. I think. No, no, no. I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Oh. Oh. You're that traveler. I still haven't thanked you. Doch. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Prismastein. Ja. Naja. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come,
Oh, I feel shameful wearing these rags. I hate to burden you further, as you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Ja, das sieht man. Anything at all will do. Just put it on the ground, and I'll change into it later. Ausrüstung geben. Ja, wir können die Gute einkleiden. Was können wir ihr denn Schönes geben? Sie hat so schön langes Haar. Da möchte ich dir eigentlich keinen Helm geben. gut, wir geben ihr keinen Helm. Ich will nicht. Nein. Ich möchte das lange Haar sehen. Ich liebe es, wenn Frauen langes Haar tragen. Oh, gibt nichts Schöneres. Gut, was für eine schöne, schneidige Rüstung können wir ihr denn verpassen? Geben wir ihr die Hüllensoldatenrüstung. Die, finde ich, sieht noch ganz erträglich aus, sage ich mal. Schattenoberteil. Na, schauen wir mal, wie das aussieht. So, Handschuhe. Ja. Ja. Wenn die wirklich schwarz wären, wie es hier aussieht. Aber das sind sie ja nicht. Ja, komm, importierte Manschetten. Gehört zur Pyromantie-Ausrüstung eigentlich. Von daher passt das ganz gut. Und die... Habe ich keinen Rock? Eigentlich mag ich keine Röcke bei Frauen. Also nicht so sehr. Ich finde Hosen irgendwie schöner. Aber naja. Gut, dann nehmen wir die schweren Stiefel. Okay, reicht das? Rücknahme gegebener Ausrüstung ist nicht möglich. Okay? Ja, okay. Dafür gibt es übrigens auch noch ein Achievement, wenn man ihr Klamotten gibt. Thank you so much. I'm very happy for this gift. Ja, gerne. After I change into this, I'm heading for Majula. I'm not sure where I might find the Lord. But perhaps Majula is my best chance. Oh, du kannst dich auch ruhig jetzt umziehen, wenn du willst. I'm going back to Majula. I hope we can meet again. Ja, das hoffe ich auch. I have my very own teacher. His name is Carillion of the Fold, a famed sorcerer in Melfia, our hometown. I was fascinated by sorcery. And so, well, he's so unique, you see. When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated. Quite early on, I'm afraid. Ja, ich finde ihn eher langweilig, aber okay. I'm rather unskilled. My lord probably ditched me. But, oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by, and we're skilled at, are not always the same thing. Oh, why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh dear, I shouldn't be so choosy. It's hardly my place. Ja, das kenne ich. Entscheidungen fallen mir auch schwer. I have my very own teacher. His name is Carillion of the Fog. Okay, I was fast when he's but. Ja, Entscheidung. Ich hasse es, Entscheidungen zu treffen. Ringe erhöht Feuerabwehr, Blitzabwehr und Finsternisabwehr. Ja, hier bekommen wir die, um so ein bisschen die Resistenzen zu steigern. Stärkt vorübergehend Magieabwehr, Blitzabwehr, Feuerabwehr, stärkt Pyromantieflamme. Oh, da sind die Feuersamen, genau. Dann kaufen wir uns doch mal alle drei. Sehr schön. Und neue Pyromantien. Feuerball. Feuerkugel, Verbrennung, Giftnebel, Blitzschweiß, Eisenfleisch. Eisenfleisch finde ich nicht so wirksam, denn die Verteidigung wird dadurch drastisch erhöht. Allerdings ist man dann sehr, sehr langsam. Oh, ich muss einen kurzen Cut setzen. Einen Moment. So, und jetzt geht's schon weiter. Blitzschweiß ist sehr praktisch, denn dadurch bekommen wir eine sehr gut erhöhte Feuerresistenz. Giftnebel, ja, um andere zu vergiften, wird relativ häufig noch im PvP eingesetzt. Also bei mir wurde es das zumindest. Und ich hasse Gift. Ich hasse Gifteffekte in jedem Spiel. Naja, egal. Verbrennung kaufen wir uns. Sehr schöner Zauber.
ist so Nahkampf-Pyromantie. Und Feuerkugel kaufen wir uns auch. Und den Feuerball auch nochmal. So. Ja, kaufen wir uns das Blitzschweiß auch noch. Hm. Klingt doch lecker, oder? Pyromantie-Flamme verstärken, das können wir auch direkt bei ihr machen. Steigt um 12. Ah, sehr schön. Wir brauchen immer nur einen Feuersamen auch für die weitere Verstärkung. Das ist praktisch. Oh, da kriegt die Pyromantieflamme schon eine Eskalierung. Okay, das ist gut. Ja, natürlich. Du auch auf dich. Dann können wir hier den Hebel ziehen zu einem anderen Gebiet, in das ich allerdings jetzt noch nicht gehen werde. Denn ich glaube, dafür sind wir noch etwas zu schwach. Ah, wo kommst du denn her? Ja, herrlich, oder? Da war der Controller leer. Und damit war das Mikrofon weg und auch meine Steuerung. Und jetzt bin ich gestorben. Okay. die Seelen holen wir uns natürlich zurück. Schweine. Ich hätte den Hebel nicht ziehen dürfen. Na gut. Na gut. Aber das heißt, Rosabeth, die Gute, ist schon mal jetzt in Majula angekommen. Glaube ich. Dadurch, dass wir das neu geladen haben jetzt. Ach, das ärgert mich jetzt wieder. Der PS4-Controller hält aber auch nicht sehr lange, muss ich gerade sagen. Also, 2-3 Stunden kann man damit spielen und das war's dann. Ja gut, manche würden sagen, das reicht dicke. Aber für leidenschaftliche Zocker ist das dann doch etwas blöde. Um nicht zu sagen, Junkies. Naja, aber das sind wir ja nicht. So, ich möchte den ganzen Weg jetzt nicht zurücklaufen, deswegen benutze ich einen Heimkehrknochen. Zahlt sich eigentlich noch relativ aus bei den Ladebildschirmen hier, die sind ja sehr kurz. Ist nicht wie ein Bloodborne teilweise. Aber naja. Und die Bloodborne-Vergleiche hören nicht auf. Ich glaube, das werde ich auch nicht einstellen können. Lass mich nicht einfach dabei. Ja, da steht die gute Rosabeth. Und wie sieht sie nun aus? Hui, wie eine Assassine. Das Schattenoberteil ist gut, das steht ihr. Oh ja. Und sie hat ihre Haare zum Zopf. Oh, there you are. I'm here in Majula, thanks entirely to you. You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. The only thing I can offer is pyromancy. But if that might help you, come to me. Aber natürlich. Hast du jetzt was Neues? Nein. Na gut. I finally tracked down my teacher. But I've decided to keep at it alone. I need to see what I can achieve by myself. Schöne Einstellung. Master Carillion and I are from Malfia to the south, a land lush with sorcery and pyromancy. Master Carillion polished his art at one of our renowned magic academies. But he argued that the academies were terrible places to learn magic. This quite angered Master Glocken, my previous teacher. Once Master Carillion spoke excitedly of this land. He made talk of the remnants of some great power and the deep abyss that surrounds it. I tried to ask more, but he didn't seem to hear. I'll never be good enough, will I? Oh. It was a perilous trek across the mountains. I faced the most frightful things. The number of times I nearly died. I finally tracked down my team. Ja, ja. Master Curry. Nein, but nicht weiter reden. Das war alles. Be safe. Du auch. Ja, die Nummer an Toten, die sie fast gestorben ist, die scheint um einiges begabter zu sein als wir. Na gut, dann holen wir uns noch ein Level ab. Ach, stimmt, und wir haben noch eine Scherbe. Es
Estus Flakos Scherbe geben. Jetzt haben wir 5 Estus Flakos. Ich meine, insgesamt kann man 20 hier tragen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Naja, gucken wir mal. Okay, Kondition, Vitalität oder machen wir noch ein bisschen was in Zauberei, damit wir noch ins Club bekommen. So. Dann verbrennen wir hier noch den edlen Knochenstaub, damit unsere Estus-Flakos stärker werden. Ui, deine Kraft hat den Estus-Flakon verstärkt. Und kaufen uns noch schnell Lebenssteine. So. Thank you. Thank you, kind. Verrücktes altes Ding. Die Verbrennung rüsten wir aus, die ist ziemlich gut. Glaube ich. Habe ich so eine Erinnerung. Obwohl, ja, ich bin Nahkämpfer, dann holen wir für den Fernkampf einen kleinen Zauber noch. Also den Feuerball. Und dann machen wir noch die Zauberwaffe. Genau. So, dafür müssen wir den Beschleuniger dann auf die linke Hand ausrüsten, da wo der Bogen ist. Damit wir unsere Waffe magisch verzaubern können. Wo ist er? Da. Und die Pyromantieflamme haben wir hier. Sehr gut. Damit hätten wir erstmal alles. So, dann geht's weiter in der verlorenen Festung. Mal gucken, ob wir den Verfolger nochmal treffen. Und wir müssen noch die Wand sprengen, die dort war. Wo gehen wir zuerst hin? Genau, der ferne Turm. Denn wir haben noch was da nicht erledigt vor den drei Ruinenwächtern. Das machen wir noch schnell. Hallo. Kann man die backsteppen? Das weiß ich gar nicht mehr. Dreimal. Oh, da war die Ausdauer wieder leer. Okay, direkt mein Lebensstein poppen. Wenn es eigentlich unnötig ist, weil wir sowieso eigentlich nicht so lange hier bleiben. Nein, da lang nicht. Na du. Ja. Hoffentlich klappt das diesmal, dass der Troll es einfach runterwirft. Ich versuch's einfach mal aus der Ferne, den mit dem... Oh ne, kein Feuerfall benutzen. Feuerfall wäre nicht so gut hier. Und er kommt. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal, wie viel die Zauberwaffe ändert. Oh, oh Gott. Okay. Aber egal, sie ist magisch verzaubert. Und zack. Okay, viel Unterschied ist das jetzt nicht bei ihm. Vielleicht 10 oder 20. Aber das kann schon einiges ausmachen in dem Kampf hier in Dark Souls. Gut, ich hoffe, ich schafft das jetzt richtig. Na komm. Nein! Wieso ist sie denn nicht explodiert? Ach Mann. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir das noch irgendwie anders triggern können. Ob wir den Kopf noch dahin bauen können. Das wäre sonst etwas blöd. Süß. Na komm. Jawohl, es geht noch. Ich habe euch gehört. Treff doch. Und. Wie viele Hunde hier sind. Die Hund. Komm schon. Komm schon. Voll. Über die Leiche. So, und jetzt. Das könnte jetzt ganz schön nach hinten losgehen. Ach nee, ich habe da noch Feuerpfeile. Sehr schön. Und da ist die Wand gesprengt. Und hier hinter befindet sich ein Löschfeuer. Und dieser gute Kerl hier. Oh, why can't they all be this easy? We've got a wild one here.
Shape up. Shape up, I say. Oh, I say yes. That's the way. Dear flame, how brightly you burn. Flame, flame, I smell flame upon you. I'm Macduff the blacksmith. All I want is a little flame. So, hand that ember to me. Right now, you imbecile. Ja, ein sehr freundlicher Kerl. Die Matte Glut übergeben, die wir gefunden haben. Die ist für ihn. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. Genau, er ist nämlich ein ein Schmied. Nicht gerade der Netteste, aber naja, er kann uns zumindest weiterhelfen. Schwere Bolzen für die Armbrust. Hier gibt es auch noch ein Secret, das man machen kann, das zeige ich euch gleich auch noch. Titanitscherben, 5 Stück, wow! 5 Stück, das ist gut. Und große Titanitscherben 2, jawoll! Dann können wir unseren Degen vielleicht wieder um 1 aufwerten. Nein, das wollte ich nicht machen. Oh, jetzt sind die Hunde wieder da. Fackel anzünden. Hier ist nämlich ein kleines Fackel-Secret, wenn man diese hier anmacht, neben dem Amboss. Ein Leuchtfeuer spawnt und dann wieder reingeht, dann sitzt der Gute hier am Amboss und er offenbart die Truhe, auf der er saß. Und darin finden wir Handwerkerhammer, den Hammer, den er hat, und Glitzer-Titanit. Davon kann man nie genug bekommen und ist der Drop von den Verfolgern. Und Eisenpfeile hier auch noch in der Kiste, er hat ganz schön viel Zeug. Guck mir doch mal, was wir machen können. I ought to fetch a new ember. Flame, dear flame. Ja, der Gute ist etwas komisch. Flame, dear flame, I give you my all, and you waver and falter. Alles klar. From the start of time, flame allowed man to flourish. And even now, he devises new fiery arts, but his reason makes him doubt flame. And so, we waver and falter. Ich setze hier noch einen kurzen Cut, damit wir alles draufkriegen. So, weiter geht's. The power of flame, power of the gods. In the end, it is all beyond our reach. And so, flame allures us, and we attempt to harness its power. Flame, dear flame. Ja, der Gute ist süchtig nach Feuer. Waffe durchdringen, genau, das ist etwas, was wir bei dem Schmied im Majula nicht machen können. Dann können wir den Waffen jetzt Magieschaden, Feuerschaden, Blitzschaden, Finsternisschaden, Blutung, Gift und nochmal eine andere Art von Magie verpassen und diese dadurch magisch halt verstärken. Ja. Genau, oder wir machen das Krude, dadurch wird der Grundschaden erhöht von der Waffe, allerdings wird die Skalierung dadurch ein bisschen schlechter. Ja, was heißt bisschen schlechter? Die geht auf so gut wie null. Deswegen muss man da ziemlich aufpassen. Je nachdem, was für eine Waffe man hat. Bei manchen Waffen lohnt es sich auch eher, die Krude zu verstärken, wenn die sowieso eine etwas schlechtere Skalierung haben. Ich meine, der Zweihänder zum Beispiel, allerdings bin ich da auch wieder nicht so sicher. Sehen wir ja dann noch. Oder man setzt alles zurück. Das geht unten links, unten rechts. Oder? Ne, Quatsch, das macht man hier. Mit dem alten Ödigenstein. Okay, gut. Waffe verstärken, reparieren. Wir haben nichts zum Reparieren. Was kann man bei ihm kaufen? Bastardschwert, Uchigatana. Oh, die Lieblingswaffe von manchen Leuten. Also die Katanas generell. Wobei sie in Dark Souls 2 nicht mehr so gut sind wie in Dark Souls 1, finde ich. In Dark Souls 1 habe ich die auch noch gerne benutzt. Großaxt, Flügellanze, Sense, Langbogen, leichte Armbrust und Königsdrachenschild. Ja, ein 100% physischer Blockschild,
den wir uns, glaube ich, auch direkt mal kaufen werden. Das ist auch ein kleinerer Schild, also sieht human aus, sage ich mal, kein Turmschild, die mag ich nicht. Und den Langbogen, den werden wir, glaube ich, auch noch holen. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine Seele zum Blocken habe. Und große Titanitscherben kann man hier unendlich bei ihm kaufen. Ziemlich praktisch, der gute Kerl. Haben wir noch was zum Ploppen? Ja. Zack. Reicht das für den Langbogen? Ja, das reicht noch. Sehr gut. So, der hat nämlich direkt eine A-Skalierung auf Beweglichkeit. Das ist der richtige Bogen für uns. So, dann werde ich hier mal den Part beenden. Ich werde jetzt offscreen noch gerade meinen Degen aufwerten. Und dafür muss ich ein bisschen Seelen farmen hier bei den Hunden. Geht ganz schnell. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Oder überhaupt gefallen. Und hier ist der Phönix. Ja, lasst mir doch was da. Ein Kommentar, Abo, Like. Ihr kennt das Ganze ja. Und wenn nicht, dann nicht. Ist auch okay. Und man sieht sich. Ciao, ciao.